fahren wir fort in dieser Konzerteinführung. Nach Rossini und Mendelssohn steht Ludwig van Beethoven auf dem Programm. Und auch hier gibt es einen Bezug zu Italien. Sicherlich kein Zufall, wenn Fabio Biondi, der Dirigent des Konzertes, dieses Werk speziell ausgewählt hat. Es ist die Ballettmusik zu Prometheus von Beethoven, komponiert 1801. Das ist für Beethoven ein junges Alter. Wir hatten gerade den Mendelssohn, der 12-jährig schon fertige Werke produziert hat. Ich glaube, Beethoven hat keine Wunderkindheit gehabt, aus verschiedenen Gründen. Und er hat auch sehr viel später erst Werke komponiert, von denen er der Meinung war, dass sie auf die Nachwelt kommen dürfen. Freilich 1801, schon in Wien, war er bereits ein berühmter Komponist, ein gefragter Pianist in den Salons und Adelshäusern der kaiserlichen Metropole. Aber es begann bereits seine Schwerhörigkeit, beziehungsweise sie war schon fortgeschritten und seine Ertaubung zeichnete sich ab. Wir kennen alle das Heiligenstädter Testament, wenige Wochen oder Monate nach dieser Musik zu Prometheus aufgeschrieben, wo er zum ersten Mal diesen erschütternden Stoßseufzer seiner Seele zum Ausdruck bringt, auch in Worten, und über seine beginnende Ertaubung spricht. Von dieser beginnenden Ertaubung ist in dieser Musik, Prometheus-Musik, in dieser Ballettmusik noch nichts zu hören. Wie übrigens überhaupt von dem späteren Beethoven in dieser Musik noch erstaunlich wenig zu hören ist, mit einer signifikanten Ausnahme, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Überhaupt, dass Ludwig van Beethoven eine Ballettmusik komponiert hat, mutet schon etwas ungewöhnlich an. Es ist eine Theatermusik, eine Gebrauchsmusik. Er hat angeblich nur 14 Tage dafür gebraucht, diese Musik zu komponieren, die immerhin fast eine Stunde dauert. Er hat ja sonst, wie wir wissen, wenig für das Theater komponiert. Seine einzige Oper, Fidelio oder Leonore, je nachdem, nach Entwicklungsstand, war ein Schmerzenskind, hat sich über viele Jahre hingezogen in mehreren Fassungen. Weitere Projekte für Opern sind zwar geplant gewesen, sind aber letztlich nicht zustande gekommen. Aber nun ausgerechnet ein Ballett ist auch eine Besonderheit, weil es zur damaligen Zeit eher üblich war, dass die Ballette als Einlagen zwischen Opernakten im Theater aufgeführt wurden oder wenn schon an einem ganzen Abend, und das ging nur mit einem berühmten Choreografen, was in dem Falle gegeben war. In Wien war Herr Vigano aus Italien engagiert, ein sehr populärer und sehr bekannter Choreograf, der dann später auch an der Mailänder Scala der Chefchoreograf gewesen ist. Und er hat gegen die übliche Gewohnheit, vorhandene Musik zu benutzen und einfach unter eine Balletthandlung zu legen, Ludwig van Beethoven beauftragt, eine eigene Musik für dieses Ballett zu komponieren. Beethoven hat sofort angenommen, es hat ihm Popularität verschafft oder versprochen, ihm zu verschaffen, hat auch funktioniert und er hat natürlich auch Geld verdient dabei. Die Musikwissenschaft hat herausgefunden, das finde ich auch interessant, dass es nicht seine erste Ballettmusik gewesen ist. Schon 10 Jahre früher hat er in Bonn, in seiner Heimatstadt, eine Ballettmusik, ein Ritterballett komponiert, meine Damen und Herren, für den Karneval. Stellen Sie sich Beethoven als Karnevalskomponisten vor. Das ist nicht erhalten, das Werk, aber es ist pikant, wie ich finde, dass es also eine solche Komposition von Beethoven gibt. Der Prometheus-Stoff war damals in aller Munde. Es gab viele Versuche, sich mit diesem Phänomen des Rebells aus der Antike, aus der griechischen Götterwelt auseinanderzusetzen. Eines der berühmten, weltbekannt heute, damals auch schon sehr bekannt, ist die Ballade von Johann Wolfgang Goethe. Aber sie ist es in dem Fall nicht gewesen, die Beethoven inspiriert hat, diese Musik zu schreiben, sondern ein Libretto, was wir nicht mehr kennen, was verloren ist, und eben die Choreografie von Vigano. Auch davon gibt es keine Aufzeichnung mehr. Das Einzige, was wir haben, ist die Musik von Beethoven. Eine ausführliche Rezension, die den Handlungsablauf beschreibt, und noch einige andere zeitgenössische Berichte über die Inszenierung, die immerhin in den Jahren 1801, 1802 29 Mal gelaufen ist in Wien, im Theater an der Wien, und insofern eine sehr erfolgreiche Produktion gewesen ist.
Es geht darum, dass der bekannte Titan Prometheus, der ja in gewisser Weise auch in die Schöpfungsgeschichte der Bibel hineinspielt, zwei Menschen formt aus Ton. Er kreiert sie und er setzt sie ins Leben, er setzt sie in die Welt, sie bewegen sich, sie können atmen, sie können laufen, aber sie haben keinerlei menschliche Empfindung. Sie fühlen keine Liebe, sie fühlen keinen Schmerz, sie haben keine Heiterkeit und sie haben keine Bildung. Und das empfindet Prometheus als einen extremen Mangel, wunderbarerweise. Weil er aber selber als Titan, er ist ja kein Gott, nicht dazu in der Lage ist, seinen Wesen diese Eigenschaften beizubringen, nimmt er sie mit auf den Olymp. Und auf dem Olymp gibt es ein großes Plateau, das Plateau der Musen, der Parnass. Und auf diesem Plateau sind die Musen versammelt und tun ihrem Freund und Kollegen, dem Titan Prometheus, gerne den Gefallen und unterrichten diese beiden Menschen in all diesen Dingen, die ihnen fehlen. Nämlich in den menschlichen Empfindungen, in Wissen, in Bildung, in Gefühlen jeder Art. Das geht recht ruppig zu, bis dahin, dass eine der Musen Prometheus pro forma ums Leben bringt, ihm einen Dolch ins Herz sticht, um dann die Menschen zur Trauer zu bewegen und anschließend mit Hilfe anderer Halbgötter und vorhandenes Personals auf dem Parnass Prometheus wieder zum Leben zu erwecken. Dann kommt die Freude zum Zug, auch bei diesen Menschen. Auf diese Weise, eine sehr drastische Form der Unterrichtung, lernen die Menschen diese starken Gefühle kennen. Für Beethoven ein wunderbares Terrain, um sich musikalisch auszuprobieren. Denn das ist das Faszinierende. Dieses Ballett besteht aus einer Ouvertüre, einer zusätzlichen Introduktion und dann 16 kleinen Nummern bis hin zum Finale. Das heißt 18 Nummern insgesamt. Ich habe Ihnen gesagt, etwa 60 Minuten Musik, können Sie sich ausrechnen, durch 18 bleiben im Durchschnitt etwas über 3 Minuten pro Nummer übrig. Bei dem großen Symphoniker oder auch Sonaten-, Streichquartettkomponisten Beethoven dauert ein Satz 20 Minuten in der Regel. Hier haben wir es wirklich mit kleinen Abschnitten zu tun und er hat eine ganz andere Herausforderung zu bewältigen gehabt, nämlich innerhalb kürzester Zeit eine Botschaft unterzubringen. Aber es hat ihm zugleich auch die Möglichkeit gegeben, sehr viel bunter und vielfältiger zu sein und Extreme zu komponieren. Natürlich nicht gleichzeitig, wie später in den reifen Werken, aber immerhin nacheinander in den verschiedenen Bildern, die das Ballett vorgegeben hat. Zeitgenossen haben berichtet, dass er sich in der Tat sehr genau an dieses Libretto und an dieses Szenario gehalten hat. Das können wir leider nicht mehr überprüfen, aber es ist trotzdem ein Phänomen, dass ein Komponist, so ein Eigensinniger wie Beethoven, hier ganz offensichtlich fremde Ideen verwendet hat, relativ kritiklos, um daraus musikalisch das Beste zu machen. Das ist in der Tat aber auch etwas sehr Gutes geworden, was wir daran erkennen können, dass die Zeitgenossen erschrocken waren über diese Musik. Sie war ihnen zu komplex, zu anspruchsvoll und eben nicht wirklich unterhaltsam im Sinne der sonstigen Üblichkeit, dass ein Ballett nur ein Pausenfüller war zwischen den Akten einer Oper oder auch, wenn es denn im Ganzen stattfand, eine eher untergeordnete Gattung. Und Beethoven hat dem originalen Titel Die Geschöpfe des Prometheus oder genau Die Menschen des Prometheus eine Unterzeile hinzufügen lassen, die auch veröffentlicht werden musste. Ein Spiel für Tanz und Musik, würde man zunächst denken bei einem Ballett, aber nein, es heißt ein Spiel für Musik und Tanz. Das heißt, die Musik hat die erste Position in diesem Untertitel sehr selbstbewusst und auch ausgefüllt, natürlich durch die Komposition von Ludwig van Beethoven. Es ist eine Abfolge aus heutiger Sicht sicherlich von der Art auch eines Kaleidoskops, wie man menschliche Emotionen in ihren Extremen und in ihren verschiedenen Facetten musikalisch darstellen kann. Es ist zugleich eine Werkstatt des Komponisten Ludwig van Beethoven, die wir dann in anderen Werken, in späteren Werken ausgeführt haben. Das hat, wie gesagt, schon diese quantitative Dimension, dass hier immer nur im Durchschnitt 3 Minuten für eine
Idee zur Verfügung standen, wo später dann sehr viel mehr möglich war. Und ein herausragendes Beispiel, und das ist das, was ich meinte, als ich anfangs sagte, es gibt eine Ausnahme, nämlich eine wirklich eine Verbindung zwischen dieser Prometheus-Musik und weiteren Werken von Beethoven, findet sich im Finale der Prometheus-Ballettmusik. Es ist ein simples, ein sehr schlichtes Thema, eine ursprünglich französische Carmagnole, ein Freiheitstanz, der zwischenzeitlich nach England exportiert worden war und dann wieder zurück nach Frankreich gekommen war. Und Beethoven, der sympathisierte mit der Französischen Revolution und überhaupt auch mit volksmusikalischen Klängen, hat diese Musik, diese Carmagnole-Melodie, vermutlich schon in seiner Bonner Zeit in die Hand bekommen. Und er hat hier die Gelegenheit genutzt, in diesem Prometheus-Finale, wenn die Götter, die Titanen und die Menschen gemeinsam feiern, dass dieses Experiment der menschlichen Ertüchtigung um die Emotionen gelungen ist. Wenn sie das feiern, gibt es einen Gesang, diese Carmagnole, diesen Freiheitstanz, diesen Freiheitsgesang von unglaublicher Schönheit und Wirkung. Sie alle kennen diese Musik, denn sie ist auch Hauptthema im Finale der dritten Sinfonie von Ludwig van Beethoven, der Sinfonia Eroica. Dort gibt es sehr viel mehr Zeit für diese musikalische Idee und natürlich auch noch sehr viel mehr Kontext. Beethoven hat also die Gelegenheit genutzt, diese Carmagnole aus dem Prometheus-Zusammenhang heraus in die Sinfonie zu transportieren, was die Musikwissenschaft neuerdings auf die Idee gebracht hat, ob nicht die Hauptfigur dieser Sinfonie Nummer 3, dieser Sinfonia Eroica zum Andenken eines Helden, viel weniger auf Napoleon Bonaparte gemünzt ist, als man immer glaubte bisher, sondern viel mehr auf eben diesen Titanen Prometheus, auch ein Held, der ein Andenken verdient hat. Diese Carmagnole, dieses Thema des Eroica-Finales, aber eben auch des Finales der Prometheus-Musik, kommt zum ersten Mal vor bei Ludwig van Beethoven in einem Kontertanz, in einem sogenannten Kontertanz, auch aus dem Jahre 1801. Das sind simple Klavierstücke, sehr einfach, und dort wird zum ersten Mal bei Beethoven diese Melodie verwendet und quasi dingfest gemacht, auch für die Nachwelt, dass man erkennen kann, wie sehr er diese Musik für sich und seine Ausdrucksmöglichkeiten gebraucht hat. Vielleicht das ausführlichste und auch tiefgehendste Beispiel, und das sage ich bewusst vor dem Hintergrund, dass ich schon die Eroica erwähnt habe und wir natürlich hier die Prometheus-Ballettmusik haben, sind die sogenannten Eroica-Variationen für Klavier, Opus 35 von Ludwig van Beethoven. Ein relativ unbekanntes Werk von ihm für Klavier solo, und sie tragen den Titel Klaviervariation ganz einfach, Opus 35, haben dann später die Unterzeile bekommen, Eroica-Variation, weil dort über mehr als 30 Minuten über 15 Variationen allein diesem Thema gewidmet sind. Und dort wird es in einer Weise ausgeleuchtet und auch vertieft und in Varianten vorgestellt, die man diesem Thema überhaupt nicht glauben würde, geschweige denn anhören kann. Das sind die Eroica-Variationen für Klavier. Wenn Sie Lust und Zeit haben, vertiefen Sie sich damit. Aber hier ist erstmal Gelegenheit, die Version zu hören als Krönung der Ballettmusik zu Prometheus von Ludwig van Beethoven. Diese große Musik, von der meistens nur die Ouvertüre gespielt wird, die ohne Text, die ohne Gesang auskommt. Ein Meisterwerk, was erst in den letzten Jahren als solches erkannt worden ist von Ludwig van Beethoven, beim Rundfunksinfonieorchester Berlin.